Hi und herzlich willkommen zu unserer dritten Streckenvorstellung. Ja, das ist jetzt erstmal die letzte Streckenvorstellung außerhalb von Europa. Jetzt geht es nämlich wieder nach dem Rennen in Argentinien lange Zeit nach Europa, Spanien, Niederlande, England. Das alles kommt auf uns zu, aber heute befassen wir uns mit dem Autódromo Termas de Río Hondo in Argentinien. Die Strecke wurde 2008 westlich von der argentinischen Kleinstadt Termas de Río Hondo erbaut. Sie war damals noch 4,376 Kilometer lang und hatte 9 Kurven. 2013 erfolgten dann aber große Umbaumaßnahmen. Die Strecke wurde um etwa 500 Meter verlängert, sodass sie nun 4,805 Kilometer lang ist und sich auf 14 Kurven verteilt. Unter anderem wurde nach dem Turn 1 ein kleines Infield hinzugefügt und einige andere Kurvenpassagen wurden abgeändert. Ja, wie man unter mir schon sehen kann, bietet die Strecke eigentlich alles, was das Motorradfahrerherz so begehrt. Schnelle Vollgaspassagen, eine lange Gerade und viele enge Kurven. Dementsprechend wurde die Strecke schnell in die Herzen aller Fahrer aufgenommen und der Sieger des letzten Jahres, Marc Marquez, hält gleichzeitig auch den Streckenrekord mit einer Minute 37,821, die er im Qualifying aufgestellt hat. Kleiner Funfact am Rande. Eigentlich hätte schon 2013 ein MotoGP-Rennen auf dieser Strecke stattfinden sollen, aber aufgrund von politischen Unruhen war dies nicht möglich und erst 2014 ist der erste MotoGP Grand Prix auf der Strecke gefahren worden. Herzlich willkommen auf der Endcard. Hier kommt ihr noch zu einer fliegenden Runde, die ich im MotoGP 14 aufgestellt habe. Hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Wie ihr uns abonnieren und auf Facebook auschecken könnt, seht ihr alles in der Videobeschreibung. Die Links zu den beiden Videos haben wir da natürlich auch verlinkt. Und dementsprechend in die Videobeschreibung gucken lohnt sich auf jeden Fall bei uns. Eine Bewertung wäre schön. Und bis dahin, ciao und bis die Tage.